Wenn du dich selbstständig oder mit deinem Unternehmen weiter wachsen willst oder auch als Führungskraft Karriere machen willst, dann brauchst du mehr Power. Und diese Power, die kommt nicht durch Zufall oder sie wird nicht lange bleiben, wenn du diese Punkte in diesem Video nicht beachtest. Deshalb geht es hier in diesem Video um den Powerplan für Unternehmer, der ganzheitlich angesetzt ist. Und wenn du den umsetzt, in deinen Tages- und Lebensplan integrierst, wirst du maximale Power auch für dich und deine Ziele zur Verfügung haben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich brauchte Power früher nicht nur für meine Unternehmensgründung oder als Führungskraft und Geschäftsführer, sondern vor allen Dingen auch als Leistungssportler. Und deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, eine gute Versorgung seines Körpers, seines Geistes auf die Beine zu stellen, um davon zu profitieren, davon zu zehren, um die Ziele zu erreichen. Und damit du auch wirkliche Power in deinem Leben entfalten kannst, brauchst du ein stabiles Fundament. Und der erste wichtige Baustein dafür sind deine psychologischen Bedürfnisse. Und die teilen sich auf in insgesamt 11 verschiedene Bausteine. Du findest unter dem Video hierzu einen Link zu einem anderen Video, wo diese 11 Bausteine ganz genau erklärt werden. Und herausfinden tust du sie am besten mittels des Birkmann-Testes. Also unter www.birkmann.info oder com findest du nähere Informationen zu diesen 11 psychologischen Bedürfnissen. Auch die physiologischen Bedürfnisse sind dir bekannt oder teilweise bekannt. Tatsächlich haben die meisten zu viel Kilokalorien, also versuch das auf 1500 Kilokalorien zu begrenzen. Das sind 3 Liter Bier, 3 Liter Saft und dann ist das schon erfüllt und alles, was du darüber hinaus zu dir nimmst, das setzt an als Fett und belastet dich und dein Herz- und Kreislaufsystem und natürlich auch deine Gelenke. Wasser ist inzwischen bekannt, dass wir genügend trinken sollten oder entsprechende Früchte essen sollten, die einen genauso hohen Wasserhalt haben, wie es dein Körper hat. Was viele aber zu wenig bekommen, ist ein optimaler Schlaf, also 1,5 Stunden Tiefschlafphase mindestens am Tag und die entsprechenden Erholungsphasen, vielleicht auch ein Powernapping am Nachmittag. Und das, was die wenigsten in ihrem Plan drin haben, sind Vitalstoffe. Ich persönlich nehme neben dem klassischen Nahrungs- und Lebensmittel noch mindestens für 100 bis 200 Euro im Monat Vitalstoffe zu mir. Und warum ich das mache? Nun, weil die einfach in unserer Ernährung nicht mehr so vorhanden sind und ich auch nicht die Zeit und auch die Lust habe, so viele Kilo von Obst- und Gemüsesorten jeden Tag zu verzehren, einzukaufen und zuzubereiten. Der mittlere Bau deines Powerplans sollte ein Ausgleich zwischen An- und Entspannung sein. Du brauchst also regelmäßiges Ausdauertraining mindestens 3-mal in der Woche. Und davon reden wir beispielsweise beim Radfahren oder Joggen. Einmal Sprinttraining, dass du auch wirklich in den anaeroben Bereich reinkommst mit viel Schweiß und Anspannung. Das zweite Mittelstrecke, vielleicht 5 bis 10 Kilometer Joggen. Und das dritte 10 bis 30 Kilometer Joggen. Der Vorteil ist nicht nur, dass du dein Gewicht damit regulieren kannst, sondern dass du ein Herz-Kreislauf-System immer topfit hältst und dadurch länger lebst. Wenn dir das zu viel ist, dann fang an mit 50 Meter Sprint, mit 500 Meter Mittelstrecke und vielleicht 800 oder 1000 Meter längerem Spaziergehen. Wichtig ist, dass du das von Woche zu Woche steigerst. Und zu diesen 3 Kraftausdauersportarten pro Woche baust du noch 2-mal Kraftaufbau zu, das heißt Muskelaufbau. Denn deine Gelenke werden geschützt durch deine Muskeln. Die Formen in deinem Körper werden gebildet auch durch deine Muskeln. Und es sieht attraktiver aus, du fühlst dich besser und du bist leistungsfähiger, wenn du sowohl Kraftaufbau als auch Kraftausdauer hast. Aber achte auch, dass du am Ende der Woche genauso fit bist oder fitter als am Anfang. Das heißt, du brauchst einen entsprechenden Schlaf- und Erholungsplan, vielleicht regelmäßige Vorsorge oder such dir bestimmte Orte, Zeiten oder Maßnahmen, in denen du entspannen kannst, wie zum Beispiel Sauna oder Massagen. Und achte auch darauf, dass du mindestens einen Tag arbeitsfrei hast. Der nächste wichtige Baustein für dein Glück, für deine Weiterentwicklung, für deinen beruflichen Erfolg, für deine geistige Attraktivität ist der Bauplan für dein Geist und dein Gehirn. Es geht hier in allererster Linie darum, erstmal dein Bestandswissen zu erhalten und dann zweitens neue Fähigkeiten und neues Wissen auch zu erlernen. Denn Glück wird dann maßgeblich auch in deinem Gehirn aktiviert, wenn du Neues lernst, wenn du dich weiterentwickelst und ganz nebenbei wirst du beliebter, kompetenter und auch beruflich erfolgreicher. Und beim letzten und vielleicht für dich auch wichtigsten Baustein geht es um Beziehungen. Und zwar aufgeteilt in 3 Bereiche. Das eine sind die offiziellen Beziehungen, also deine Kunden, Geschäftspartner, Führungskräfte, Mitarbeiter, Lieferanten, Kooperationspartner, Affiliatepartner, also der offizielle Netzwerkbereich. In Erfahrung sind das alleine 10 verschiedene Beziehungsbereiche und hier macht es Sinn, sich zu überlegen, was ist für dich wichtig, wie viel Zeit kannst du pro Woche daran investieren. Und der andere Bereich, das sind die inoffiziellen Beziehungen, wo es darum geht, zu deinen
Familien, zu deinen Herkunfts- und Gegenwartsfamilien, zu deinen Freunden, Bekannten, zu den Gemeinden, zu deinem Sportverein, zu deinen Nachbarn einen guten Kontakt zu halten und natürlich im Vordergrund auch deine Lebenspartnerschaft, deine Ehepartnerschaft und Kinder in den Vordergrund zu stellen. Und diejenigen, die nicht nur bis an das Lebensende denken und planen, sondern auch darüber hinaus, die sind natürlich eingeladen, sich auch spirituelle Gedanken zu machen. Gibt es da jemand, wo ich herkomme und wo ich vielleicht auch wieder hingehe? Und wie sind die Konditionen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? All das, wenn das nicht in deiner Woche stattfindet, dann findet das nicht im Jahr statt. Und was nicht im Jahr stattfindet, findet auch nicht in deinem Leben statt. Wenn du also wirklich Power in deinem Leben brauchst, dann mach dir heute Gedanken, was deine Ziele sind, die du erreichen willst, jeweils pro Punkt. Aber nicht nur die Ergebnisziele sind wichtig, sondern die Prozessziele. Also was kannst du jede Woche dafür tun, um deinen Zustand zu halten und den zu verbessern? Das ist das Rahmenwerk und das Fundament von der Leistung, die du mitbringst, als Unternehmer, Selbstständiger oder als Führungskraft. Und du merkst schon, die meisten Menschen in deinem Umfeld haben enorme Schwächen in einem oder vielen, manche sogar in allen diese Bereiche. Nur die Ernte kommt nach der Saat und ich lade dich ein, diesen Powerplan in deinen Kalender zu sehen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, eine ideale Lebens-, Jahres- und Wochenplanung und Tagesplanung aufzustellen, die für dich tatsächlich auch passt, die für dich umsetzbar ist, auf dessen Grundlage du performen kannst, deine Leistungen auch bringen kannst, dann lade ich dich ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Also, like nicht nur das Video, buche nicht nur den Kanal, sondern mache auch Gebrauch von einem Erstgespräch, um im Rahmen eines Beratungs- oder Coaching-Verhältnisses deinen entsprechenden Powerplan zu erstellen und vor allen Dingen in den ersten 3 bis 12 Monaten auch dabei zu sein, dass du ihn tatsächlich in dein Leben integrierst. Also, dass du dir neue Verhaltensweisen, neue Verhaltensroutinen auch antrainierst und die dann automatisch später umsetzt. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dein Daniel Schäfer.